Angesichts der schlimmen Ereignisse der vergangenen Tage und der allgemeinen Bedrohungslage durch den Terrorismus haben natürlich auch die Börsianer ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Und speziell die Absage des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen die Niederlande gestern in Hannover sorgt jetzt schon ein bisschen dafür, dass Anleger immer vorsichtiger und zurückhaltender agieren. Deswegen sehen wir aktuell am Aktienmarkt auch zunächst erst einmal Gewinn mit Namen, ohne dass jetzt hier eine panikartige Situation entstanden sein sollte. Das ist vollkommen klar. Das passiert hier alles sehr gesittet und dann doch recht sachlich. Der deutsche Aktienindex aber immerhin liegt jetzt mit 72 Zählern oder 0,7% im roten Bereich bei 10.898 Punkten. Das ist aber eigentlich auch kein Wunder, denn gestern war er um mehr als 2% nach oben geklettert. Wir schauen uns mal ein paar Einzelwerte an, denn da gibt es durchaus auch bemerkenswerte Reaktionen. Zum Beispiel bei der Linde-Aktie, die mit 1,9% im Minus liegt und damit schwächster Wert heute im DAX ist. Und das hängt zusammen mit der Meldung eines Konkurrenten, nämlich von Air Liquide. Diese Firma übernimmt den US-amerikanischen Konzern Airgas und baut damit das Geschäft mit Industriemedizin und Spezialgasen aus. Und das ist natürlich jetzt für Linde keine so berauschende Nachricht. Deswegen wird diese Aktie heute erst einmal von vielen Investoren verkauft. Dann haben wir hier als nächstes das Thema Sixt Leasing. Da gab es einen weiteren Gewinnanstieg und deswegen kann man jetzt auch höhere Ziele vereinbaren, also intern zumindest die Prognose anheben und dies auch laut nach außen geben. Sixt Leasing mit 3,2% aktuell im Plus. Ströer hingegen fällt aktuell um deutliche 10,2% aufgrund einer Aktienplatzierung. Dann schauen wir weiter auf Wirecard. Hier gibt es einen zuversichtlichen Ausblick. Bei der Gewinnprognose zeigt man sich einen Tick optimistischer als bisher bei der Zahlungsfirma, denn das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen soll jetzt bei 223 bis 232 Millionen Euro liegen, statt bisher 220 bis 232 Millionen Euro. Der Trend Richtung internetgetriebener Zahlungsprozesse hat sich in den ersten 9 Monaten dieses Jahres fortgesetzt. Wir gehen von einer weiteren Beschleunigung dieses Trends aus. Das sagte Markus Braun, der Firmenchef. Dann haben wir auch noch Zahlen bekommen von Zooplus. Ich habe Ihnen von Wirecard noch gar nicht den Kurs gesagt. 2,1% jetzt hier der Kursgewinn. Wir haben noch Zahlen bekommen von Zooplus, die Aktie mit 6% jetzt im grünen Bereich unterwegs. Der Umsatzboom des Online-Tierfutterhändlers, der hält an, der sorgt für eine gute Stimmung hier an der Börse. Das Vorsteuerergebnis soll nun auf rund 12 Millionen Euro steigen und damit sei das obere Ende der bisher veranschlagten Spanne erreicht. Im vergangenen Jahr hat man insgesamt 8,8 Millionen Euro erzielt. Diesen Wert hatte man allerdings schon nach den ersten 3 Quartalen dieses Jahres erreicht. Also da läuft es sehr, sehr gut bei Zooplus und deswegen ist die Aktie heute sehr stark nachgefragt.